Wenn man aber die Qibla nicht, die Qibla-Richtung nicht kennt, weil du gehst jetzt in eine Stadt, du weißt nicht, wo die Qibla-Richtung ist. In welche Richtung soll ich beten? Hier sollst du versuchen, sollst du fragen, gucken die Sterne, gucken den Himmel, schauen, wo die Sonne, wenn die Sonne erscheint, wo die Sonne ist, dein Schatten und so weiter. Wenn du aber das nicht kennst, wenn du das nicht schaffst, dann bete in irgendeine Richtung und dein Gebet ist gültig. Und du brauchst das Gebet, wenn du auch später erfährst, dass deine Qibla-Richtung falsch war, dann dein Gebet ist gültig. Beweis, Jabir sagte, wir waren mit dem Propheten entweder auf Kriegszug oder wir waren auf Reise. Und dann haben wir versucht, die Qibla zu bestimmen, das war in der Nacht, haben wir versucht, die Qibla zu bestimmen, wussten wir nicht. Und wir waren verschiedene Meinungen. Dann haben wir gebetet und jeder hat einen Strich gemacht, damit man weiß, ob man richtig gebetet hat oder nicht. Dann am frühen Morgen haben wir geguckt, wir haben alle in die falsche Richtung gebetet. Dann haben wir den Propheten sallallahu alaihi wasallam gefragt. Wir haben den Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wasallam gefragt. Wie ist das bezüglich des Gebetes? Er hat gesagt, euer Gebet ist richtig. Das bedeutet, das ist in Ordnung. Und er hat nicht befohlen, dass sie wiederholen. Deshalb, wenn du die Richtung von Qibla oder von Kaaba oder von Mekka nicht kennst, dann kein Problem. Heute natürlich gibt es Barakallahu fikum Apps und gibt es verschiedene Programme, da kannst du, oder Kompass, da kannst du das bestimmen. Du musst nicht unbedingt jetzt haargenau das bestimmen. Die Richtung ist maßgeblich in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, sagt Allah.